Auf diesem Boot gab es eine ganz besondere Osterüberraschung. Lara Müller-Maron entband in der Nacht auf Ostersonntag direkt an Bord. Dann hat der Rettungswagen meine Frau und die Hebamme um Viertel nach zwei circa abgeholt und die sind dann nach List gefahren, wo sie dann raufgebracht wurden auf den Seenotrettungskreuzer Peter Lüng und von da ging es dann über die See nach Hanebü. Und von da sollten sie dann eigentlich mit dem anderen Rettungswagen von Hanebü nach Flensburg fahren. Genau hier auf der sogenannten Schleifkopftrage wurde der Kleine geboren. Nicht mal eine Stunde nach der Geburt konnten die junge Mutter und ihr kleines Kind wieder zurück nach Hause in die Arme von Vater Teunis. Ja, es war ein ganz tolles Ostergeschenk, müssen wir sagen. Und wir sind auch so glücklich, dass die Geburt so gut verlaufen ist. Wir wünschen alles Gute und bedanken uns für dieses schöne Ostergeschenk. Ja. Bild wünscht der jungen Familie alles Gute.